Zeit für Witz vom Olli. Obacht. Ja, Obacht. Besser spät als gar nicht. Aber ich hatte ja nichts vor heute. Ja. Das ist, ja, für alle, die nicht wissen, worum es geht, schaut euch einfach den Sonntagswitz. Schaut euch den Sonntagswitz an. Der ist so Legende. Und es ist schwierig, da anzuknüpfen, aber ich höre nicht auf. Apropos, treffen sich der Rigobert und der Helmfried, da sagt der Rigobert zum Helmfried, sag mal, Rigobert, was machst du heute? Da sagt er, ich hab nichts vor heute. Nein, ich mache heute nichts. Da sagt er, also, sag mal, das hast du gestern auch schon gemacht. Da sagt er, ja, aber ich bin nicht fertig geworden. Was machst du heute nichts? Ah, das hast du gestern auch schon gemacht. Aber ich bin nicht fertig geworden. Und dann der User Tobias Wicker hat mir ein wunderschönes geschickt. Der Rigobert und der Helmfried treffen sich. Da sagt der Rigobert, du Helmfried, stell dir mal vor, ich habe Kreuzfahrt gewonnen. Du warst ja schon auf Kreuzfahrt. Was, auf was muss man da achten? Sagt er, also Kreuzfahrt sei dir nur eins. Du musst gut angezogen sein, also nimm ein Smoking mit. Dann, es hat brutal viele alleinstehende Frauen, also nimm genug Kondome mit. Und wenn du mit Seegang nicht gut umgehen kannst, nimm auf jeden Fall Tabletten mit für Seekrankheit. Alles klar. Helmfried geht in die Apotheke und sagt zu dem Apotheker, sie hören sie zu, ich brauche 50 Tabletten gegen Übelkeit und 50 Kondome. Dann sagt der Apotheker, wenn sie ihnen vom Bumse schlecht wird, warum lassen sie es nicht einfach bleiben? Wenn sie ihnen vom Bumse schlecht wird. Warum lassen Sie es dann nicht einfach bleiben? Ja, ich wünsche euch an der Stelle einfach wieder nur das Allerbeste. Für die, die es nicht sind, werdet gesund. Für die, die sind, bleibt gesund. Ansonsten verliert niemals den Humor, sonst wird es wieder ernst. Und am anderen Ende war der Olli und ich kann nur eins sagen. Ich hab nichts vor heute.